Moin ihr Fischköpfe da draußen, ich bin heute mit Finn von Predator Fishing unterwegs und wir sind hier heute an so kleinen Kanälen. Wollen mal so ein bisschen probieren auf Barsch und Hecht zu angeln, ein paar Rapfen haben wir auch schon geraubt, sind so die Abendstunden, ist eigentlich ganz schön hier. Die Sonne geht jetzt auch langsam unter, das heißt goldene Stunde. Ich gehe jetzt nämlich gleich nochmal zu der Brücke da hinten, sieht eigentlich ganz gut da aus, könnt ihr ja mal kurz mitkommen. Sieht eigentlich nach einem ganz kleinen Spot aus. Boah, geile Brombeeren haben wir hier auch noch. Kann man noch. Oh, die sind sogar schon reif. Ach geil. Nehme ich mir nochmal ein, zwei mit hier. Dann mache ich hier ja schon mal ein paar Würfe. Ist ja immer ganz geil, so der Übergang, Licht, Schatten. Und dann haue ich da mal meinen Köder rein. Das sind ziemlich kleine Köder. Und dann gucken wir mal, was da heute so geht. Leute, Video heute gerade auf 1-0 gemacht, das haben wir leider gar nicht auf Kamera, weil der Fisch so klein war. Oh, jetzt muss ich aber schnell runter hier. Cleaner Hecht. Schoin. Ja, Frieder, ich würde mal sagen 1-1. Das ging aber doch schnell auf einmal, ne? Ja, das waren nämlich 20 Sekunden, die wir hier waren. Also, ich habe mal gerade geguckt, der Busch ist da leer. Wenn der leer ist, können wir gerne weiter. Oder ab dem Teil auch weiter angeln. Ja, das gibt's ja nicht. Mehr. Mega lecker. So, komm jetzt mal ran an die Rübe, wir wollen heute noch was fangen. Schön stoppen. Der ist echt nur ein Brombeeren, das glaube ich nicht. Alter Schwede. Ja, wir probieren das nochmal mit der Ich finde, der Busch ist eh gleich leer. Komm. So, jetzt bin ich in den Rappen eingestiegen. Gar nicht schlecht eigentlich von der Größe her. Boah, der ist schön. Ja. Der ist schön, bitte. Ein bisschen Power hat der noch. So, den hole ich mal kurz raus. Ja, schöner Rapfen. Ist hier gerade beim Oberflächenangeln eingestiegen. Hat einen kleinen Gummiköder dran. Hab den mal schnell über die ganze Nahe hochgekurbelt. Relativ nah an der Oberfläche lang. Der hat davor schon ein bisschen geraubt. Ist dann kurz hinterher gesprungen. Hier im Hintergrund springt es auch schon wieder. Also da sind noch ein paar unterwegs. Und der ist jetzt eingestiegen. Hat auch ziemlich gut gedrillt. Hat echt Spaß gemacht. Schöner Fisch. So Leute, ich habe jetzt auch nochmal umgerüstet. Friedhoff hat ja gerade mit dem Gummifisch echt viel Glück gehabt und hat einen Rapfen gefangen. Nein, das war natürlich kein Glück. Wir haben natürlich gesehen, dass die Viecher jetzt gegangen sind. Und ja, ich habe jetzt auf einen kleinen Frosch gewechselt. Oder was heißt klein? Das ist das einzige Topwater-mäßige, was man weit werfen kann, was in meiner Box noch ist. Ist wahrscheinlich dann schwierig, den Fisch zu haken. Aber wenn was geht, dann auf Topwater jetzt. Oder auf einen Gummi an der Oberfläche oder einen Spinner oder irgendwas. Da bist du schon wieder am Pflücken. Video, wer weiß, wenn wir jetzt hier weggehen und der anders sie pflückt, dann sind sie weg. Alter, hat er sich hier so eine ganze Dose voll gemacht. Ne? Oh. Da kriege ich auch die Hälfte von ab, ne? Alter Schwede, das ist wirklich alles für die Redaktion. Glaubst du das? Glaube ich dir nicht. Schnitten am Bauch. Du bist gleich bestraft, so gehört sich das. So, liebe Freunde, wir sind fertig, unser Tag ist zu Ende. Wir haben recht gut geangelt, finde ich. Wir waren 2-3 Stunden hier. Friedhoff hat geil vorgelegt mit dem Rapfen. Ich habe einen kleinen Hecht gehabt, du hattest noch ein paar kleine Barsche. All in all war das relativ cool. Ich denke mal, Wetter hat gestimmt und genau, die Hauptsache, dass wir uns irgendwie gesehen haben. Ja, war richtig geil. Also hat auf jeden Fall ultra Spaß gemacht. Wir hatten jetzt nicht so richtig, richtig viel Zeit, aber es hat sich auf jeden Fall trotzdem gelohnt. Und es lohnt sich nach der Arbeit mal hier ans Wasser zu kommen. Genau, einfach mal kurz losgehen, ne? Muss ja nicht gehen. Ich würde sagen, in diesem Sinne, mit dem schönen Schlusswort, sehen wir uns in der nächsten Folge der Fischköppe.